Was mich jetzt beschäftigt, darum habe ich ein bisschen gezögert, ist, das dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen länger als die 3 Jahre. Und ich meine, aber da würde ich auch anbieten, dass wir uns dann im Nachgang vielleicht nochmal detaillierter verständigen, dass wir für diesen Zeitraum trotzdem auch für den Nordausgang irgendwie einen barrierefreien Zugang brauchen. Also das würde ich wirklich als Notwendigkeit sehen. Also auch wenn das dann erstmal halt provisorisch ist und vielleicht nicht so schön, aber ich finde, das können wir einfach jetzt da nicht offen lassen. Ich bin froh, dass es jetzt diesen Beschluss so gibt und dass wir das auch jetzt so angehen können, aber der Zeitraum ist dann eigentlich zu lang, um jetzt wieder drauf zu warten. Also insofern, das habe ich mir jetzt schon vorgenommen und das werden wir dann einfach auch noch einfach konkreter fassen. Also wir sind dabei. Ja, ich glaube, der ganze Saal ist dabei. Das ist jetzt mal eine sehr konkrete Aussage von Ihnen, Frau Dr. Merck. Vielen Dank dafür, wir vergessen es nicht. Jetzt haben Sie noch... Da war ich mir sicher, ja.